Yo Leute und willkommen zurück zu Dissidia Final Fantasy. Wir sind hier in Laguna Chapter stehen geblieben, haben auch erst das erste Gateway gemacht und ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter mit seinem komischen Maschinengewehr hier. Meine Güte. Und bevor wir hier Richtung weitergehen, gehen wir eben kurz mal einen kleinen Weg zurück, weil ich euch eben kurz etwas zeigen möchte. Kann ich das überhaupt zeigen? Ich weiß es nicht. Weil rein theoretisch müsste das hier das Gateway sein, wo wir mit Vaan waren. Also das letzte von Vaans Story. KP Gambler. Oh, KP Gambler ist ziemlich stark, weil das verdoppelt oder irgendwie sowas, die KP. Allerdings, wenn wir verlieren, also die Chance nicht schaffen, kriegen wir gar keine. Und mit Laguna hier auf der Overworld einen First Hit zu machen, ist eigentlich so ziemlich 100% Chance. Weil wenn du die verkackst, dann hast du ein Problem. Okay. Hier, fang. Oh, gut. Boom. Voll in die Fresse. Na gut, von dem letzten Schuss hat zwar nur einer getroffen, aber egal. Au. Au. Als ob das von der Range nicht ausreichen würde. Meine Güte. Ah. Bam. Er haut einfach mit seinem Maschinengewehr drauf. Auch gut. Okay, und das war's. Und keine Bonus-Erfahrungspunkte. Schade, aber... trotzdem ein Level up und erlernen wir jetzt vielleicht mal irgendwas. Wir erlernen tatsächlich was und den Rico-Chat-Shot. Was auch immer. Keine Ahnung. Ich kenne Lagunas Angriff, finde ich. Ist Laguna überhaupt ein spielbarer Charakter in Final Fantasy 8? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ihn hier. So, Abilities. Was haben wir denn schönes? Neuen Mutangriff, okay. Ist ein Bodenangriff, der Rico-Chat-Shot, was auch immer und. Ich habe sogar alle Angriffe ausprobiert. Ich sollte vielleicht mal vorher hier in den Abilities gucken, was wir so haben, bevor ich das immer so random einfach ausprobiere. Und würde sagen, wir gehen einfach mal in dieses Gateway rein. Mal gucken, was hier so Schönes ist. Und ach ja, ich wollte gucken wegen Lagunas Waffe, die wir ja im letzten Part gefunden haben, ob die besser ist als das, was ich ausgerüstet habe oder halt auch nicht. Habe ich mich schon wieder verirrt? Werde ich am Ende vielleicht sogar alleine sein? Wow, das müsstest du auch selber wissen. Wow, es tut mir leid. Squall, perfektes Timing. Lass uns gemeinsam reisen. Ich sehe das alleine durch. Doch ich kann dir helfen, bis wir draußen sind. Ah, wow, als ob hier einfach Squall drin wäre. Die beiden Charaktere aus Final Fantasy 8. Ja, und wo ich gerade die beiden hier habe, muss ich nochmal sagen, ich weiß halt, dass es eine Theorie gibt, dass Laguna Squalls Vater ist. Aber ich weiß halt nicht, ob es bestätigt ist. Ich glaube nämlich eher weniger, weil Squall heißt halt Lionheart mit Nachnamen und Laguna Säure, Lure, was auch immer. Und ja. Tatsache ist die Waffe gar nicht mal so viel besser, aber ich habe ein bisschen mehr Mutpunkte und deswegen nehme ich sie einfach mal. Weil den Laguna, den wir hier lustigerweise spielen können in dem Spiel, ist ein jüngerer Laguna, als er eigentlich in Wirklichkeit ist. Weil ich weiß nämlich, dass es halt in Final Fantasy 8 auch eine Vorgeschichte, also hin und wieder solche Rückblenden gibt, wo du halt wahrscheinlich mit Laguna spielst oder so, wo er erst 27 ist und das ist halt auch der hier. Aber in der eigentlichen Hauptgeschichte, wo du ja mit Squall spielst, müsste er schon 44 sein oder so. Ich hasse dich immer noch. Ja, genau deswegen. Versucht mal wirklich dieses Timing von Kanes Jump richtig rauszukriegen. Je länger er aufladet, desto höher springt er und in dem Sinne ist er halt auch länger in der Luft. Aber ja, ne? Ist ja auch immer mit ihren scheiß Bahamut ankommen müssen. Au.
Ja, das hat gut geklappt. Das können wir gleich nochmal machen. Das macht dir also nichts, dass du gerade stirbst? Okay. Was auch immer. So. Wie viel Range hat dieser Satellitenlaser eigentlich? Einfach nur mal so zum Gucken. Na, doch schon eine ganz gute Range. Ach komm schon, ich bin noch ausgewichen. Ah, ich hasse Kane. Wäre halt schön, wenn ich den Kampf mal gewinnen könnte, dass wir da irgendwie vorankommen würden oder irgendwie so. Und natürlich, das war das, was ich mir auch schon von Anfang an gedacht habe, als ich das Let's Play gestartet habe, dass es hin und wieder Parts gibt, die halt ein bisschen träge vorangehen. Du springst hier nicht hoch. Okay, du springst doch hoch. Okay, ich habe ihn erwischt. Sehr gut. Ich wollte eigentlich gerade meinen Kaktor ziehen, dass ich eventuell einen Hit überlebe, aber ja, so passt das dann auch. Und die S-Bar übrigens wird immer nur dann ein Balken verbraucht, wenn ich sie auch nutze. Also falls ihr vorhin darauf geachtet haben, dass da so ein paar Striche in den Namen waren. Der Kaktor wiederum hat nur 2 Aufladungen, der Ifrit hat halt 3 Aufladungen. Und da gibt es halt teilweise welche, die haben glaube ich nur eine. Die sind aber halt wiederum ziemlich stark. Und Final Fantasy X Musik, war ein klar, dass wir gegen Final Fantasy X Charakter kämpfen werden dann. Und das ist mit Abstand die dümmste S-Bar überhaupt, weil, oh mein Gott, wir sehen unseren Mutwert nicht mehr. Was soll ich denn nur tun? Das ist ja so ein Mist, aber auch. Es ist der letzte Rotz. Ich meine, wem bringt das jetzt etwas, dass ich meine Mutpunkte nicht sehen kann? Und ich weiß trotzdem, dass ich ihn jetzt gebrochen habe. Und das Lustige ist, man sieht ja immer noch so ein bisschen das Weiße halt von der Zahl drumherum. Und wenn du ihn one-shotten kannst, dann leuchtet die Zahl trotzdem. Also man sieht es trotzdem. Diese Esper, die bringt einfach nichts. Oh, das ist der Angriff gewesen. Kommt er irgendwie nochmal zurück, oder? Wie funktioniert der Angriff? Warte. Meine Güte. Ah, okay. Ich muss den zielen. Alter, das ist ein Sniper! Was zur Hölle? Okay, lassen wir einfach nochmal so stehen, nicht wahr? Du kannst wieder ihn anvisieren. Ich will den Dingscore gar nicht. Okay. Es war bei mir auch ziemlich knapp, weil er gerade einen HP-Angriff machen wollte und Squall hat mich theoretisch gerettet und da seht ihr, man sieht die Zahl leuchten hinter der Tinte, also ja, sehr schön oder so ähnlich. Und Level Up. Erlernen wir wieder irgendetwas? Ja, nur Autodinger, also nichts Besonderes. So. Soul of Valor. Was auch immer, wir gehen einfach weiter. Und nochmal zurück zu den Reports. Ich werde die halt wirklich immer gleich im Anschluss eines Kapitels halt machen, einfach weil die meisten Reports dann halt irgendetwas mit diesem Kapitel zu tun hatten noch. Und bevor wir die dann im Nachhinein alle nachholen und denken, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Ja, machen wir sie einfach so währenddessen. Natürlich steht das wahrscheinlich da im Text, aber wie gesagt, wer will das lesen? Ich meine, vielleicht habe ich Abonnenten, die flüssig Englisch können, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus und... Alter, läuft Laguna auch träge. Meine Güte. Naja, was auch immer. Und ja, zerstören wir einmal das, dann... Da vorne haben wir Waren. Ha. Laguna, was machst du denn hier? Was machst du denn noch hier? Hast du dich schon wieder verlaufen? Musst du gerade sagen, du hast dich doch auch verlaufen, sonst wärst du ja nicht hier. Ich hatte was zu erledigen, aber egal. Weißt du, wie es zurück zum Sanktuari geht? Na klar, diesmal verlaufe ich mich bestimmt nicht. Mir nachwarnen. Oh Gott. Ich verlaufe mich nicht. Lalalala. Nee, Spaß, okay. Okay. Assist, Chess, Shane, was auch. Keine Ahnung. Denken wir, da fange ich einfach mit einem vollen Assist-Balken an. Das ist ein bisschen Bullshit, weil
An sich ist der Assist jetzt nichts, was besonders ist, finde ich jedenfalls. Ist so eine nette Änderung. Wow, wie konnte ich ihn jetzt gerade nicht erwischen? Meine Güte, geht doch. Und ja, Level 7er Gegner, ist das nicht schön? Auf jeden Fall sind Wano und Laguna schon mal wieder miteinander vereint, ist das nicht schön? Kann ich deine Dinger zurückschleudern? Nein, kann ich nicht. Au. Ah. Hätte das sein können. Hi. Verfolgungsraketen. Na gut, im Normalfall war ich der Gegner aber meistens aus, deswegen habe ich ihn damals auch schon nicht so oft benutzt. Also der letzte Schuss von der Schrotflinte, der macht halt echt lächerlich viel. Au. Oder auch nicht, au, weil das war halt 0 HP, aber trotzdem. Du machst das schon wahr, nicht wahr? Oder auch nicht. Bam. Okay, und das war's. Ich meine, wenn der lieber seine komischen Ringe da abfeuert, anstatt auszuweichen. Von mir aus. Und ich glaube, das ist auch so ein Move, den man auf Kucha lieber nicht spielen sollte, diese Ringe, weil du kannst sie alleine schon durchs Wegdashen wieder auf ihn zurücklenken. Und dann bleibt er halt wirklich, während er diese drei Ringe castet, einfach ziemlich starr, sage ich jetzt mal. Ich meine, du kannst ihn zwar ein bisschen bewegen, aber auch nicht so gut. Aber na gut, und da vorne haben wir Mokri, Crosshane, yay, was auch immer. Lass mich verarschen, Wahn. Lass mich durch. Wenn das keine Extra-Tour ist, weiß ich auch nicht. Du hättest längst da sein können. Lieber einen Umweg als Gateways voller Mannequins, meine Meinung. Und was sollte das Gefahr sein davon, einen Fluchtweg zu sichern? Das habe ich doch, nur nicht für uns, sondern für Leid. Wow. Ah. Ja, ich komme da nicht durch, solange Wahn da steht. Und er rennt da auch nicht weg, das ist gerade... Warte mal. Ich habe eine Idee, wie ich da durchkomme. Geh aus dem Weg, Wahn. Ja. Einfach zur Seite schießen. Willst du auch wirklich was kaufen, Kupu? Gaffer kann ich nämlich nicht gebrauchen. Das sagst du. Ich meine, okay, ich kann mir leider nichts kaufen, weil ich nicht genügend Punkte habe, aber ja. Und, okay, ich kann mir doch was kaufen. Der Magic Pot ist mit Abstand einer der stärksten S-Bahn, wenn man unterlevelt ist. Weil der Magic Pot macht genau das, was da unten steht. Der kopiert den Mutwert des Gegners. Also falls der Gegner gerade eine Mutwert von 9999 hat und du gerade auf 100 oder sowas abguckst, kannst du einfach auch 9999 haben. Das ist ziemlich stark. Aber okay. Und ein Rosetta-Stein, yay. Gut, gehen wir einfach mal in das Gateway rein und erledigen mal ein bisschen Story-Shit. Und ich glaube, hiernach sollte dann auch endlich mal Yuna kommen, glaube ich, weil... Sagen wir mal ehrlich, wer wartet nicht die ganze Zeit auf Yunas Kapitel? Von all den neuen Charakteren ist Yuna wohl die am meisten erwartet wird. Ich meine, okay, Lightning vielleicht auch ein bisschen, aber dadurch, dass Lightning ja schon direkt am Anfang war und das ist ziemlich stark, dass wir hier alle haben. Hier könnten wir an sich den KP-Gambler benutzen. Verdreifacht sogar. But you fail, dann, ne? Dann, ja, weiß Bescheid, ne? Okay, wir machen das trotzdem einfach mal. Machen auch den Assist-Charge. Und machen dann den Crosschain. Und hoffen, dass wir alles in Time schaffen werden. Weil wir haben 90 Sekunden Zeit, jeden Kampf zu gewinnen. Es sollte schaffbar sein. Definitiv. Und ja, dann gucken wir mal. Dass wir immer noch Tutorials kriegen, ne? So. Als ob ich den nicht erwische. So. Warte mal. So geht das, mein Freund. Au. Okay. Sniper-Schuss getroffen. Meiner war zuerst, Kumpel. Und tschüss. So, wir haben jetzt nur etwas über 30 Sekunden für den Kampf-Quarter. Also, es sollte definitiv schaffbar sein, jeden Kampf in 90 Sekunden zu gewinnen.
Bei Laguna ist halt nur das Ding, du kannst halt nicht so krass draufhauen wie mit anderen Charakteren, einfach weil er halt ein Fernkämpfer ist. Er hat halt eine Maschinenpistole in der Hand. Oder allgemein Pistolen, Gewehre, Snipers, alles. Er hat sogar seine komische Laser-HP-Kanone da. Ah, na gut. Ups. Okay, da kann man nicht durchdashen. Notiz an mich oder so. So. Und das kann man teilweise auch mit dem Assist machen, dass wenn er weggedasht wird vom Assist, dass man sich aber direkt daneben stellen kann und genau das tun, was ich gerade getan habe. Okay. Und für den Kampf haben wir jetzt nicht mal 30 Sekunden gebraucht. Ist das nicht schön? Natürlich dauert das Video jetzt trotzdem länger als die 30 Sekunden wegen Menü und alles und Siegesszene und weiß der Teufel was. Und zwei Level-Ups, das ist krass. Wenn man einfach mal Level 6 überspringen, das kann man mal machen. So. Na komm schon. Gegner, die wegrennen, kann ich nicht leiden. Okay. Was auch immer. Ups. Mann, wir sehen sie schon wieder, meine Güte. Bin auch gegen L gekommen. Ja, da konntest du leider nicht ausweichen, da war eine Wand, lieber Lightning. Okay, gut. Ich war mir gerade nicht sicher, ob der Laser noch durchkommt, weil es sah so aus, als ob hätte sie mich auch noch gehittet, weil dann wird mein HP-Angriff hier abgebrochen. Aber na gut. Umso besser, wenn das so ist. Weil ich möchte diese 90 Sekunden Chain halt echt nicht verlieren, weil ich meine 9x3 haben wir jetzt schon, also wir kriegen lächerlich viele KP hier noch. Einfach weil das 6 Kämpfe sind. Und Level 5 Gegner, den sollten wir doch wohl easy hinkriegen. Außer die haut mal wieder ab und das ist ein Gegner aus Final Fantasy 12, das ist keine Beschwörung. Aber okay. Au. Okay, wie auch immer ich getroffen habe. Ah. Okay, cool. Das ist übrigens die Wolke der Dunkelheit, falls ihr euch gefragt habt, wer dieser Gegner da ist. Au. Ja, wow. Ah. Okay. Als ob die so eine weite Range hat. So. Bin kein Fan von diesem Angriff von der. Na komm schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Als ob die so weit abhauen kann damit. Na komm schon. Okay, langsam wird das echt ein bisschen knapp. Danke. 4 Sekunden nur noch. Ja, wir haben es geschafft, aber. Ach, das war doch alles geplant. Was laber ich da? Oder so. Nein, nein, war es halt echt nicht. Und den Ragnarok Busterland, das ist soweit ich weiß ein HP-Angriff von ihnen. Und der war auch ziemlich stark. Habe ich zumindest in Erinnerung. Keine Ahnung. Mal sehen, wie er sein wird, wenn ich dann gleich spielen werde oder so. Und wir kämpfen wieder gegen Level 5 Gegner. Schaut auf die Scheiß-Map, meine Güte. Ha, einfach von der Wand abgebounced. Okay, cool. Warum haben wir die einen HP-Angriff gemacht, wenn sie gar keine Mutpunkte hat? Au. Hm.
Okay, und wir würden sie jetzt one-shotten, sofern ich sie treffe natürlich. Okay, habe ich und tschüss Lightning. Oder Lightnings Mannequin, wie auch immer. So, dann dürfte jetzt eigentlich nur noch der goldene Gegner fehlen und den muss ich im Normalfall ja eigentlich wieder nur einmal treffen, dann sollte er auch tot sein. Daher hoffe ich, dass das klappt, weil die Dinger weichen halt ziemlich gut aus, oder blocken, was auch immer. 15x5 wäre das jetzt schon, Alter. Und hiernach wäre es dann 18x6. Ich will diese KP unbedingt gewinnen, ne? Ja, aber gut. Also schon wieder ein Kane. Ist das nicht schön? Aua. Okay. Bringt das überhaupt irgendetwas? Wegen seiner S-Bahn? Nein, bringt's nichts. Okay. Oh fuck. Okay. Perfekt. Boah, geschafft. Ich meine, ja, wir sind zwar fast tot, aber ich sollte sowieso noch einmal Heilung haben und das waren, glaube ich, sowieso alle Gegner hier in diesem Gateway. Und falls auch noch ein Boss kommt, ich sollte noch einmal Heilung haben und Level 9 erreicht. Alter, haben wir viele Sachen hier gerade erreicht und ja, mein Esper war zwar ein bisschen verschwendet, aber hey, 108 KP. Mach das mal nach. Holy shit. Und Power Armlets, was haben wir? Oh, wir haben hier sowieso einen Trank. Umso besser, weil ein Trank füllt mich komplett auf und füllt auch meinen Spezialangriffsbalken auf. Ziemlich coole Scheiße, nur bringt es mir halt nicht viel, wenn ich durch bin. Aber gut, 108 KP haben wir erreicht. Erlangt, so wollte ich sagen. Und haben wir jetzt genug eventuell für irgendein Item von Mokri? Die Gateways sind voll von diesen Imitationen. Es werden einfach nicht weniger. Zumindest an den Aussehen habe ich mich gewöhnt. Ihr Laguna sieht sogar schlauer aus. Wow. Hey, aber vielleicht hast du recht. Der würde sich sicher nicht verlaufen. Ich würde mal an dein Selbstbewusstsein arbeiten, liebe Laguna. Aber gut. Geh noch einmal kurz zum Mokri. Okay, die kosten alle wieder 200. Sind leider nicht mehr reduziert, was sie ja einmal waren. Oder? Waren die im Let's Play reduziert oder war es mal im privaten Spielstand? Ich weiß es nicht mehr. Hin und wieder kann es nämlich sein, dass sie wegen dem Kalender halt mal reduziert sind. Aber ich glaube, das war im Let's Play. Ja, egal. Und ja. Schön zu wissen, dass er aber auch ein Dagger, also ein Dolch tragen kann oder ein Schwert, aber es ergibt nicht wirklich viel Sinn, aber na gut. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal nichts mehr hier raus, weil ich will ein bisschen sparen, so dass ich wirklich mal die Waffen da rausholen kann. Die sind halt wirklich für den Anfang nicht schlecht. Ja, was auch immer. Nehmen wir mal die Kugel damit. Hier haben wir kein Item oder so, von daher gehen wir einfach weiter. Und da haben wir übrigens wieder ein Portal, was uns nicht weiterbringt. Ist das nicht schön? Also, keine Ahnung, was daran schön sein soll, aber ja, ne? Gut. Okay. Was auch immer, haben wir ihn nicht getroffen. Kann die auch mal runterkommen? Boom. Boom. Ich merke schon, der Sniper-Schuss ist ziemlich stark. Aber ich glaube, Tatsache, wenn er von der Wand abprallt, ist er noch um einige stärker. Aber na gut, das kann jetzt auch einfach nur so hergesagt sein. Keine Ahnung. Und ja. Was macht die da eigentlich die ganze Zeit? Weil ich weiß halt eigentlich von der Wolke der Dunkelheit, dass sie eine ziemlich krasse Range hat, aber dieser Angriff sieht einfach nur nach, ich schlag direkt vor mir aus.
Okay. Die kann ziemlich gut ausweichen, merke ich irgendwie gerade. Und natürlich, wenn man direkt vor den Gegner steht, dann braucht man seine Schrotflinte auch nicht aufladen, weil dann hat es halt eine große Reichweite. Ich treffe trotzdem jeden Schuss, weil ich halt direkt vom Gegner bin. So, Victory, yay. Gut. Haben wir da einmal eine kleine Kugel. Warum läuft da hinten schon wieder ein Garland rum? Warum läuft bei jedem Typen eigentlich immer ein Garland rum? Aber na gut. Oder ich erwische ihn einfach nicht. Das kann man natürlich auch so machen. Weil dann würde ich nämlich sagen... Also es war's, die zerbrechen, hm? Sowas kann ein echtes Herz brechen. Das würde ich dann nicht sagen. Ich würde sagen, ich würde dann gleich den Part beenden, nachdem Laguna fertig geredet hat. Wenn du es ausrüstest, bist du in Topform. Aber nur für einen Kampf. Ich würde es gerne einsetzen, wenn es darauf ankommt. Nur, wann ist das? Das, mein Freund, ist die Frage, die wir uns immer alle stellen. Warum verkaufst du es nicht einfach und holst dir für die Gilde eine neue Waffe? Oh, das ginge natürlich auch. Aber ich würde es gerne als Joker behalten. Ja, das wäre dann auch wieder eine Variante, die funktionieren würde, waren. Aber gut, ja, ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle und der Garland kommt mir gerade zurecht. Ja, den besiege ich dann im nächsten Part. Also, bis dahin, Leute, und ciao.